Vortrag den Satz in Erinnerung, vor 200 Jahren lernte der Mensch auf seinen zwei Füßen stehen. Aber hat er nicht gerade in dieser Zeit sein vernünftiges, sein natürliches Verhältnis zur Natur verloren? Es geht bei meiner Fragestellung darum, also was ist dem Menschen wichtig, was ist dem Menschen eigen? Und das sind da gar keine Gegensätze, wo ich jetzt welche zu verstehen meine. Ja, ja, es ist immer, es ist ja gut, was du gesagt hast. Ich muss es natürlich von innen her begründen, dass der Mensch in dieser Zeit, die markiert wurde durch diese These, gelernt hat, ganz selbstständig zu werden und wirklich sein Denken an der Materie zu stoßen. Mit dem Erlebnis, diese Materie zum Mittelpunkt seines Forschens zu machen. Das haben die Griechen und Römer ja nicht gemacht. Die Griechen und Römer haben zum Beispiel sich Verdienst errungen, indem sie eine Rechtskultur gegründet haben. Es war kein Zusammenhang da, der sozusagen einen zusammenhängenden Kreis schließt zwischen dem erwachenden Selbstbewusstsein des Menschen als einem Analytiker der Stoffeswelt. Das ist ein wichtiger Begriff. In dem Augenblick, wo der Begriff der Analyse auftaucht, ist der Mensch fortinkarniert. Er lebt sich als auf der Materie gelandet. Während derjenige, der in der Rechtssphäre eine Kultur begründet, ist in einem anderen Bereich. Es sind Herzkräfte drin. Derjenige, der sich mit der Kunst befasst, die alte Kulturen wie die Griechen, der ist in einer anderen Sphäre. Der ist, schwebt in der Natur. Und vielleicht gerade deswegen kann er sich auch mit der Natur viel besser verbinden. Dieser steife Typ eines exakten naturwissenschaftlichen Denkers, der ja selbst zur Materie geworden ist, das heißt die Sklerose, die Kristallisation der toten Materie selbst in sich aufgenommen hat, wodurch er aber auch ganz besonders stark logische und fein geartete Messbegriffe liefern kann, wie ein Computer, der ist dann wirklich so verstofflich, dass man sagen kann, er ist inkarniert. Er ist voll in der Materie da. Er hat sein Golgatha-Erlebnis jetzt. Ja. Und das muss er enträtseln. Dieses Bild muss er enträtseln. Da muss er die Auferstehung vollziehen. Denn das ist das Urbild. Das Urbild. Es ist ja überhaupt zu sagen, dass vieles rätselhaft ist. Also, dass man sich in die Rätsel, in die Bilder hineinbegeben muss, in die Formen und Gestalten hineinbegeben muss. Denn sie liegen ja überall vor, diese Rätsel. Wer weiß denn, was ein Stiefmütterchen ist?